In die 28 Stockwerke oder fast 100 Meter Gebäudehöhe kehrt zumindest teilweise wieder Leben ein. Schon brennt das Licht in der Eingangshalle, zu sehen ist aber noch niemand. Für den neuen Winterthurer Stadtpräsident ist heute ein Freudentag. Ich denke, es ist sehr ein wichtiges Zeichen für die Stadt Winterthur, aber auch für die Firma Sulzer. Ich meine, die Firma kommt in ihr Hochhaus zurück. Zwar in einem Mietvertrag, aber sie tut das Wahrzeichen von der Stadt Winterthur wieder beleben. Und das ist ein starkes Zeichen für die Firma Sulzer und für die Stadt Winterthur. Mit der heutigen Mitteilung, dass im Sulzer Hochhaus, das offiziell eigentlich Windtower heisst, bald wieder geschaffen wird, könnte auch der Rest des Gebäudes vor einer Wiederbelebung stehen. Also ich gehe davon aus, dass auch dort Diskussionen im Gang sind. Es freut mich, wie gesagt, dass in dem Wahrzeichen von der Stadt Winterthur wieder Leben einkehrt, dass es Arbeitsplätze gibt, dass Leute wieder ein- und ausgehen. Und das ist sehr wichtig, weil das ist etwas gewesen, was die Bevölkerung auch sehr stark beschäftigt hat und ein schlechter Zustand war in den letzten 10 Jahren. Vor allem eine Besetzung des leerstehenden Gebäudes hat vor 8 Jahren für Aufsehen gesorgt und negative Schlagzeilen gemacht. Der sonst sehr zurückgezogen lebende Besitzer und Immobilienmogul Bruno Stefanini hat damals sogar eines von seinen seltenen Interviews gegeben. Zum neuesten guten Mietvertrag mit den Sulzer will er aber nichts sagen. Unter anderem völlig überrissene Mietzinsvorstellungen vom Besitzer sollen mit Schuld daran sein, dass das Wahrzeichen von Winterthur so lange leer gestanden ist, heisst es von verschiedenen Seiten. Bei der neuen Mieterin ist man froh um den neuen, alten Standort. Spezielle Bedingungen hätte man nicht bekommen. Also wir zahlen marktübliche Preise. Es gab Verhandlungen. Natürlich haben wir eine gute Verhandlungsoption, wenn das Gebäude nun mal über einige Jahre leer stand. Gleichzeitig ist es eine äußerst attraktive Immobilie, die in der Nähe des Bahnhofs gelegen ist, die ein Wahrzeichen der Stadt ist. Das dritthöchste Gebäude der Schweiz. Und somit hatten sicherlich beide Parteien Argumente auf ihrer Seite. Der Traditionskonzern wird seinen Hauptsitz in Windtower verlegen. Von 5 verschiedenen Standorten in der Stadt zieht Sulzer seine Leute zusammen und kann sie zentral unterbringen. Dass der Turm bald wieder im Besitz von Sulzer kommt, ist aber ausgeschlossen. Bewusst hat man sich von eigenen Immobilien getrennt. Diese Strategie bleibt bestehen. Ebenfalls gefreut hat man sich über die Nachricht von der Wiederbelebung des Windtower bei den Jungsozialisten. Das war der Schandfleck von Winterthur jetzt über lange Zeit. Und darum sind wir einfach, uns kommt es nicht gross darauf an, wer jetzt da reinkommt schlussendlich. Sondern uns geht es einfach darum, dass das Gebäude wirklich auch wieder gebraucht wird. Weil in Winterthur haben wir ein Problem mit Gewerberaum, mit Wohnraum. Und das wird so wieder ein bisschen gelöst. Vor wenigen Tagen hat JUSO vom Kanton einen Aufruf gestartet, wo es überall leerstehende Gebäude gibt, wo man gratis könnte wohnen. Darunter auch der Windtower. Eine Annonce, die jetzt überflüssig ist. Das Problem ist noch nicht ganz gelöst. Wir haben uns jetzt auch entschieden, das Sulzer Hochhaus weiterhin auf dieser Website zu lassen. Weil doch praktisch die Hälfte des ganzen Sulzer Hochhauses wird weiterhin noch leer stehen. Es ist wahnsinnig viel Raum, der hier weiterhin ungenutzt wird. Und da wollen wir doch noch, dass die Forderung auch stehen bleibt, dass auch dieser Raum noch genutzt wird. Bei der Sulzer hat man sich trotz deren Internetseite nicht unter Druck gesetzt gefühlt und Angst vor einer neuen Besetzung hätte es auch nicht gegeben. Das ist nichts, womit wir uns jetzt aktiv beschäftigen. Wir tragen jetzt dazu bei, dass eine Immobilie, die in der Tat leider lange leer gestanden hat, jetzt wieder genutzt wird. Und ich denke, das ist im allseitigen Interesse. Auch wenn offensichtlich hinter den Kulissen schon wieder ein bisschen Leben am Einkehren ist, offiziell mieten die Sulzer ihre 14 obersten Stockwerke im Windtower ab dem nächsten Jahr.